Verkehrt. Ich bin gespannt. Aha. Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich habe ja eine Box bekommen von Woodbox. Die machen so Überraschungsboxen jeden Monat. Jeden Monat ein anderes Thema und da sind dann verschiedene Überraschungen und coole Sachen drin. Diesen Monat haben sie mir eine Box geschickt zum Thema Kämpfen, Fighting. Bin gespannt, also von dieser Box gibt es diesen Monat auch noch welche zu kaufen, falls ihr Bock habt. Ansonsten nächsten Monat ist das Thema Star Wars dran. Ich bin zwar nicht so der Star Wars Fan, aber die Jungs, also falls ich noch eine Box bekomme, abhängig von der Resonanz und vom Feedback jetzt, mache ich dann die Box nächsten Monat mit den Jungs auf. Aber heute hier erstmal diese Box. Woodbox. Photo Share Win. Oh, das werden wir auf jeden Fall machen. Okay. So, die Box allein sieht schon cool aus. Hier wie ein Arkadenteil. Oh, ho, 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 ho. Ups. So. Attack on Titan. Shigeki no Kyojin. Ihr wisst, ich bin großer Anime-Fan. Attack on Titan auch einer der besseren Animes. Was haben wir hier? Eine Woodbox-exklusive Tasse. Alles klar. In meinem Shop übrigens auch Tassen erhältlich, super saftige. Und richtig leidende für irgendeinen Tag. Aber die hier ist auch schon richtig krass. Attack on Titan, Armored Titan, Eren Jäger, Mikasa, Levi, Armin, Jean, keine Ahnung, Kartoffelmädchen, die habe ich vergessen und der Captain. Okay, die ist krass. Daraus gönne ich mir auf jeden Fall grünen Tee. So. Stellen wir die erstmal hier kurz ab. Okay. Was haben wir sonst noch? Eine Deadpool-Mütze, okay. Jetzt für den Winter nicht schlecht. Es wird langsam kalt. Oh. Eine Frisur. Falls man. Oh, mein Kopf ist viel zu groß dafür. Ah. Aber wird schon gehen. So. Dann hier noch ein Walking Dead T-Shirt. Walking Dead auch eine coole Serie. Werde ich mir jetzt demnächst vielleicht oder höchstwahrscheinlich anschauen. Kogai, großer Fan davon. Ich bin noch bei der letzten Staffel. Leider noch nicht alles gesehen. Aber demnächst auf jeden Fall. Ich glaube, da ist, ich will nichts Falsches sagen, öfters ein T-Shirt drin. Ich habe eins gesehen von älteren Versionen. Da war ein geiles Vegeta T-Shirt dabei. Hier Walking Dead. Ist okay. Walking Dead jetzt auch nicht so ein überkrasser Fan. Ich schaue es mir zwar an, aber Rick Grimes nicht so der Waage. Ich bin eher ein Glenn-Fan. Asiaten müssen zusammenhalten und so. Hier, das T-Shirt meinte ich. Das Vegeta-T-Shirt. Richtig geil. Hier sind die ganzen Sachen drin, aber ich will mich noch nicht spoilern, weil eins habe ich gesehen, das ist auch noch richtig geil. Bam! Saitama, One Punch Man. Auch richtig guter Anime. Also das ist eigentlich eine Anime-Box. Endgirl. So ein. Ja, das ist kein Button, oder? Ein Pin. So nennt man es, glaube ich. Von Saitama Sensei. Bam. Okay, das ist echt geil. Das und die Tasse gefallen mir richtig gut. Und was haben wir hier? Eine Streets of Rage Perfect Soundtrack. Okay. Könnt ihr mal beim nächsten Livestream vielleicht im Hintergrund laufen lassen? Sagt mir jetzt überhaupt nichts, aber wie gesagt, beim nächsten Livestream vielleicht die neue Hintergrundmusik. Und das war's, glaube ich, auch schon. Ansonsten die Box an sich ist eigentlich auch ziemlich cool. Wie gesagt, hier Foto, dann teilen und dann können wir was gewinnen. Sprich, folgt mir auf Instagram für das Gewinnerfoto. Und das war's von der Box. Danke an Lootbox. Schaut vorbei, Links in der Beschreibung für alle, die Bock haben, die Interesse haben. Ist ein cooles Geschenk und ein paar echt interessante Sachen dabei. Hätte ich nicht damit gerechnet. Wie zum Beispiel Saitama hier, den werdet ihr jetzt öfters sehen in den Videos. Hier irgendwo dran geheftet. Oder hier. Nächsten Monat kriege ich noch eine Box vielleicht. Mal schauen. Aber jetzt geht's erstmal raus. Noch ein 3er Solo Raid machen.
So, hier Pogelgon. Versuchen wir es mal. Ist normal. Sprich, meine Macho-Mais, die ich für Despoter gemacht habe, müssten gut sein. Erstmal den, also die Arena drehen. So. Und private Gruppe, nicht dass hier irgendjemand kommt und mich stört. Da muss man rausgehen und alles nochmal neu drehen. So. Pikachu, Relaxo, Bisasam, falls jemand mitmachen will. Mir wird Geowatz ausgesucht, okay. So. Schauen wir mal. Machamp. 284 100%. 284 100% nochmal. Bisschen verletzt. Und Machamp. Vier nochmal. Bisschen Hallen auch noch. Hypertrank. Den hier. Den, der ist überpusht, den werde ich jetzt erstmal nicht verwenden. Aber den hier. So. Einmal die drei. Oh. Was benutze ich denn? Den normal. Oh, ich habe falsch geschrieben. Moment. Aha. 2-3 wird schon reichen. Probieren wir es erstmal mit den nicht überpushten. So. Und der 2 hier. Und dann hier nochmal der 2-1er. Schauen wir mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Pokémon jetzt so stark ist. So. 300er. Die müssen das eigentlich schon regeln. Vor allem gegen die 3er braucht man sehr selten alle 5 oder alle 6 Pokémon eigentlich jetzt. Meistens 4 oder 5, im schlimmsten Fall 5. Wobei der 5. dann fast nie was macht, nur noch ein bisschen zuschlägt. Also denke ich mal, die 3 sollten in Ordnung sein und dann noch einen schwachen. Und der hat leider Nahkampf, muss ich eigentlich demnächst mal ändern, aber ich habe nicht so viele TMs. Weil gegen Despoter macht das anscheinend doch schon einen großen Unterschied. Meinten zumindest die Fans, also kann es mir echt nicht vorstellen. Und Porygon geht weg wie Butter. Der ist schon ein 3, oder? Alter. Okay, der kann jetzt Wuchtschlag. So. So. 120 Sekunden und wir sind schon bei der Hälfte. Krank ist das, Mann. Krank. Wie schwach Polygon ist. Der kann leider auch nur im Nahkampf. Ah, schade. Da muss ich echt ein paar TMs sammeln. So. Und nochmal im Nahkampf. Bam. Ja, okay, Nahkampf zieht schon wenig ab, muss man schon sagen. Ob ich noch einmal Nahkampf reinschiebe? Nee. Und den 4. Ja, den werde ich kaum benutzen. Also man schafft es eigentlich auch mit 3. Hätten die Dynamic Punch gehabt, also Wuchtschlag. Bam. Alter, noch eine Minute fast übrig geblieben. Und das soll ein 3er sein. Schon sehr enttäuschend. Ja, WP habe ich leider auch nicht drauf geachtet, was 100% ist. Aber ich habe da schon 4. 2 von Rosa Event. Valentinstag letztes Jahr. Oder dieses Jahr war das noch, Anfang des Jahres. Und von den Safari-Zonen ganz viele. So, 12. Arena leider vor kurzem rot geworden. Schauen wir mal.
Ah, der bewegt sich in die Richtung, das ist nervig. Warte mal. Kann man den Trick bei dem machen? Kann man. Aber leider schlecht geworfen. Aber direkt drin geblieben, oh mein Gott. Polygon, keine Herausforderung. IV-Check. Ah ja, sehr schlecht, okay. Das war's, Polygon 3er Solo Raid. So, Polygon, echt keine Herausforderung. Richtig enttäuschend, wie schwach der war. Das war jetzt schon Nummer 2. Gestern Amoroso, heute Polygon. Von den 4 9 fehlt nur noch wohl nur noch ein Sichlor. Dann habe ich alle 9 Vierer, alle 9 Dreier Solo Raids geschafft. Ansonsten natürlich danke an Woodbox für die coole Box. Da waren echt ein paar Sachen drin, die haben mich echt gefreut. Vor allem als Anime-Fan. Schaut vorbei, Link ist unten in der Beschreibung. Ansonsten hoffentlich bis zum nächsten Mal, also bis zum nächsten Monat, dass ich da wieder eine Box bekomme. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Und schreibt unten in die Kommentare, ob ihr Polygon schon alleine geschafft habt und ob ihr einen 100% habt. Ansonsten schaut bei meinem Shop vorbei. Auf Facebook, Instagram und Twitter könnt ihr mir auch folgen. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.